So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von RimWorld. Mit dem Raufelserrudel geht es weiter in eine neue Zeitrechnung. Denn wir sind durch unsere Größe mittlerweile eigentlich schon sehr, sehr weit, was ich mir eigentlich vorgenommen habe im Vorhinein. Aber so ist das. Wie sieht's jetzt aus mit Val? LeChun probiert sein Bestes, um Val davon zu überzeugen, uns beizutreten. Boah, das dauert noch ewig. Das dauert noch ewig. Ja, wir haben hier auch noch extrem viele Sachen, die hergestellt werden müssen. Also generell gefällt mir die der Zeitverlust. Also wir verlieren sehr viel Zeit, weil wir alles irgendwie spezialisiert haben auf zwei, drei Leute und der Rest macht irgendwie gar nichts. Aber es ist halt. Ja, LeChun könnte hier zum Beispiel Travis ersetzen. Zum Beispiel. Wobei LeChun. Sollte. Ja, dann doch auch irgendwie. Auch, also Handwerker fehlen uns auf alle Fälle. Es kann nicht sein, dass ich so lange warten muss, bis das Brennan sich irgendwie ausrüsten kann auf irgendeine Panzerung. Im Großen und Ganzen warten soll muss. Das müssen wir noch ein bisschen überarbeiten. Na, wir haben keine Handwerker, das ist ja das Problem. So, die Hosen sind genäht. Aber es ist Kamelhaar, oder? Na, Buffalo-Wolle. Oh. Was ist eigentlich der Unterschied? Buffalo-Wolle. Isolierung 30.
Isolierung, Hitze 20, 12. Brennbarkeit 170%. Okay, warmer Stoff. Baumwolle halt. Ah, okay. Das heißt, eigentlich ist die Isolierung Kälte nur besser. So, drei Kolonisten sind untätig. Raven, Halifax und Anri. Was ist mit Chili? So, Langschwert ist auch hergestellt. Das ist gut. Zack. Chili macht Pause. Hier ist Chili. Er putzt. Okay, er hat auch nichts mehr zu tun. Das heißt, wir werden hier weitermachen. Wir gucken mal. Das sind Kalksteinblöcke. Sollen wir das Ganze hier mit Kalkstein machen? Ja, können wir machen. Müssen wir sogar machen. Böden. Kalkstein. Dann machen wir das mit Kalkstein. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Platz im Lager. Wobei das ja eigentlich grundsätzlich nichts bedeutet oder nichts heißt. So, Brennen und Chili. Ja, genau, ich habe ja zwei. Die das jetzt hier machen. Friedensgespräche. Die könnten wir theoretisch tatsächlich mal in Angriff nehmen. Wow, hat es jetzt. Ach, hier hat es eingeschlagen. Ich dachte mir schon, dass es irgendwo hier eingeschlagen hätte. Maverick hat noch ein bisschen was. Da ist auch noch ein bisschen was. Das passt gut. Passt sogar sehr, sehr gut. Was ich mich jetzt frage, wenn wir jetzt dann wirklich das ist Raufels. Oh, die Friedensgespräche sind dort und die sind nicht so gut auf uns zu sprechen. Das sind die Kure von Bahn, Kure vom Baum. Theoretisch müsste ich es machen, gell? Dass ich jetzt dorthin gehe und die Friedensgespräche mach. Geschätzte Reisezeit 1, also über einen Tag. Wie weit wäre es hierher? Es ist halt kein Nachbar da. Und Friedensgespräche mit unseren direkten Nachbarn, das wäre, glaube ich, zumindest
gar nicht so verkehrt, eine Delegation zusammenzustellen. Würde ich auf jeden Fall befürworten. Doch was bei so einer Delegation natürlich fehlt derzeit, ist Nahrung. Mit was soll ich die versorgen? Da haben wir nämlich eigentlich grundsätzlich nichts. Und das ist ein bisschen doof. Aber es ist halt so. Was willst du machen? Und das Lager ist schon wieder voll. Ich meine, wir haben 2000 Stahl. Das ist schon viel. Elektrizität ist anberaumt. Ich werde es nochmal unterbrechen, weil ich bin mir da gar nicht so sicher. Dörrfleisch, gut für Reisen. Das haben wir schon. Prothesen, vielleicht sollen wir da investieren. Wobei Elektrizität halt schon. Schon auch wichtig wäre. Ah ja, wir wollten die Tiere hier noch rausziehen. Das können wir gerne machen. Die sind da nicht so wählerisch, die schlafen hier auch auf dem Boden. Machen wir mal großzügig. So, Befehle abreißen. Morgen! So, dann haben wir die Zone. Genau. Tiere außen. Die dürfen hier nicht mehr rein. Sollen wir das dann schon modernisieren? Das Gefängnis mit Dusche und schon, oder? Was machen wir dann? Speedy soll mal hier die ganzen Steine wegtragen. Das wäre auf jeden Fall mal der richtige Wahnsinn. So, Büffel holt sich die Asthma-Dinger. Da könnten wir auch irgendwann mal vielleicht einen Gefangenen hernehmen, um sich zwei Lungen zu holen. Aber ja, zumindest hat jeder mal Kleidung. Das ist schön. So, Travis, du müsstest jetzt dann bald mal hier weitermachen. Ich meine, wir sind auch relativ schnell gewachsen. Das darf man jetzt nicht außer Acht lassen. Aber trotzdem wäre es natürlich total cool, wenn wir hier ein bisschen schneller vorankommen würden.
verdirbt in 3 Tagen, verdirbt in 24 Tagen. Wir haben eine zentrale Toilette. Sollen wir uns jetzt um das Wasser und so kümmern? Die Wiederaufbereitung des Wassers und so weiter. Wo? Machen wir ihn mal aus Holz. Ja, wobei wir brauchen aber zuerst einen Brunnen. Einen Brunnen. Den müssten wir hier hinstellen. Dann brauchen wir einen Wasserturm, der das Ganze hier speichert. Die da pumpen das Wasser raus. Warum legt ihr die dorthin? Warum legt ihr die nicht rein? Interessant. Interessant. Wenn wir hier die Mauer hinsetzen, dann haben wir vielleicht für 2 Betten Platz. Das muss ich jetzt dann auch noch irgendwie planen. So, ich möchte, dass Chili das jetzt schnell aufbaut alles. So, Raven macht auch die Baustelle auf. Da brauchen wir noch Holz. Chili kommt. Fehlen noch 5. Naja, das nimmt sie von dort. Haben wir einen Hasen? Ne. Ich dachte gerade, wir hätten einen Hasen, weil der sich auch hier auf diesen Faden bewegt. Doch das ist nicht richtig. So, die Pumpe ist soweit ready.
Jetzt holen wir uns noch die. Das Windrad dazu. Zack, bumm. Und dann noch den Wasserturm. Das Ganze muss natürlich dann auch mit Rohren verbunden werden. Und ich werde das natürlich mit Sandstein machen, damit hier mal aufgefüllt wird. Wir werden das Ganze dann hier rein transportieren. Möglicherweise hier die Toiletten machen. Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung. Müssen wir uns angucken. Auf jeden Fall Holzrohre, glaube ich, die werden relativ schnell vermodern und so. Aber bin mir nicht ganz sicher. Okay, wir warten jetzt mal, bis die Leute hier das Zeug aufgefüllt haben. Wir könnten auch die Verbrennungsanlage in unseren Reihen hier irgendwo oben positionieren. Würde uns auf jeden Fall ein bisschen Ärger ersparen mit den ganzen Gegnern. Aber wir steigen ja so und so demnächst um auf normale Toiletten. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher. Ich meine, wir könnten theoretisch auch hier eine zentrale Toilette bauen. Oder hier einen Raum verschwenden damit. Je nachdem. Ach so, ich habe Sandstein genommen, habe aber gar keinen Sandstein. Naja, das ist nicht gut. Mach das jetzt einfach mal so. Rohre. Sandstein, Kalkstein, Jade, Uran, Holz, Stahl. Stahlrohre. Nimm mal Stahlrohre. Ziehen die mal da rein. Machen wir mal eine Grundversorgung. Das Wasser wird aber wahrscheinlich noch kalt sein, oder? Kann man das irgendwie erwärmen? Nee. Kann man nicht. Eine Badewanne. Ne, ich kann es nicht erwärmen. So, es ist Nacht. Wir lassen die Zeit wieder ein bisschen vorspulen. Auch wenn Speedy hier noch ein bisschen Überstunden macht. Es ist alles natürlich freiwillig. Niemand wird dazu gezwungen. Hust, hust. Chili ist schon wieder der Frühaufsteher schlechthin.
und macht schon die Leitungen. So. Jetzt müsste sich theoretisch das Ganze hier füllen. Ja, macht's auch. Wasser speichert sich in diesen Sammelbehälter. Wir brauchen natürlich ein bisschen Vorlaufzeit, ist klar. Und dieses Wasser wird mit dieser Pumpe, mit diesem Pumpmechanismus hier einfach, ja, drin behalten. Die Toilette muss auf jeden Fall irgendwo zentral sein. Das ist so. Ja, wir könnten. Anfangs können wir sie wirklich hier reinpacken. Dann werden wir den Befehl geben, das da jetzt mal wegzumachen. Dann machen wir hier die Toiletten rein. Dann schauen wir auch gleich, dass wir hier den Raum größer gestalten. Chili. So. Speedy hat schon wieder keinen Platz im Lager. Ich glaube, es wird alles noch mit Holz aufgefüllt. Was ja eigentlich nicht tragisch ist. Der Füllstand liegt bei 389 Liter Wasser. Kleines Krankheitsrisiko steht dabei. Wir haben Sandstein, wir werden auch hier Sandsteinblöcke hernehmen und das Ganze mal aufbauen. Die Frage ist, ob ich dann hier auch einen Sandsteinboden hinlege. Weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ja, aber ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.